Moin, ich wünsche euch ein herzliches Willkommen. Ich wollte euch ja eigentlich nur kurz Bescheid geben, dass demnächst, also eigentlich, warte mal, lass mich kurz überlegen, ab morgen, also ab den, einmal kurz gucken, ab den 6. Januar jeden Tag jetzt eine Folge kommen wird. Ich werde es probieren, dass es auch zu machen ist und dass ihr auch gute Videos bekommt. Deswegen wäre das. Ja, wird es auch eher kürzere Videos werden, also jetzt keine halbe Stunde, weil so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. Und ein sehr altes Let's Play wird jetzt auf meinem Kanal vom Knifeblood Gaming wieder aufgenommen und das ist das legendäre Let's Play Rainbow Six Siege. Kurz gesagt, eben halt, kennt ja eigentlich jeder dann heutzutage und das werden wir dann zocken. Und was ich eigentlich noch zu sagen habe, ja, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und das, was ihr hinter mir seht, ja, da, warte. Da, das hinter mir, da. Das ist jetzt meine Gaming-Ecke. Und ich werde das nochmal ordentlich einrichten, damit man das auch sehen kann. Und ja, ich habe meinen neuen Bildschirm. Auch den 32 Zoll. Ich hoffe, ich habe es richtig. Ansonsten sind sie eben halt 31,5. Gibt auch keinen Unterschied. Dann sitzt oben da, nee, da oben irgendwo mein Yoda, der passt auf mich auf, wenn ich hier spiele, gibt mir Kraft, ne? Und ansonsten bin ich nach oben gezogen, also auf den, ich würde sagen Schornstein, auf dem Dach. Ja, ich bin aufs Dach gezogen. Nein, ich meinte in den. Ach, ist auch egal, ich bin einfach unterm Dach jetzt. Und ja, was man, glaube ich, an der Schräge auch erkennen kann. Ansonsten habe ich mich hier cool eingerichtet. Bilder und so hängen auch bald. Also hängen schon ein paar, aber ja. Aber das war ja auch gar nicht das Thema. Ich wollte eigentlich euch nur sagen, das Jahr 2020 wird effektiv für beide, für mich auch. Ich will eben halt mehr Sport machen, das ist mein Vorsatz. Und mehr eben halt für YouTube tun. Und ja, so ein Jobmäßig weiß ich noch nicht. Ich bin halt immer noch in der Schule. Also juckt mich jetzt im Moment auch nicht. Und deshalb gibt es ja auch jeden Tag, also verschiedene Let's Plays, ne? Jeden Tag eine neue Folge von irgendwas, ne? Und dann am Wochenende wird gestreamt. Auch auf YouTube. Weil Twitch ist für mich jetzt nicht so die beste Plattform. Also sie ist cool, aber ich mag sie jetzt selber nicht und deshalb, ja, und was meine Haare oder ein Outfit angeht, heute ist Sonntag, ich lasse mich gerne gehen. Manchmal am Sonntag. Und deshalb, ja, ansonsten sehe ich eigentlich auch besser aus. Und dann wird es auch mal ein paar Folgen in Farbe geben. Aber erst, wenn alles hier aufgeräumt ist. Also, wenn manchmal hier reingucke, ne, sieht nicht so super aus, aber stört mich jetzt auch nicht. Es waren Ferien, das heißt, der Sommer kommt. Eigentlich nicht. Eigentlich ist immer noch Winter, aber der Frühling kommt. Und damit verabschiede ich mich und dann haut rein, Leute. Tschüss, tschüss.